Hallo zusammen. Heute will ich mal ein bisschen über selbsterfüllende Prophezeiungen reden. Da habe ich schon mal ein Video darüber gemacht. Das war aber jetzt schon einige Zeit her. Ich möchte das aber so ein bisschen auf die aktuelle Situation übertragen. Wir alle haben ein gewisses Weltbild. Wir betrachten die Welt durch eine Brille oder durch, wir haben eine gewisse Landkarte von der Welt, kann man auch sagen. Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, mit der Landkarte, mit der Stadt, mit dem Stadtplan von Frankfurt durch München laufen. Ihr werdet in München nirgends ankommen, wenn ihr mit dem Stadtplan von Frankfurt hantiert. Und unser Ziel sollte es so ein bisschen sein, oder darf es sein, die Landkarte, unsere eigene Landkarte, immer mehr unserer Realität anzugleichen. Und dazu müssen wir mit der Realität uns rückkoppeln. Da dürfen wir versuchen, nicht so viel uns die Realität durch die Medien, durch die Bildschirme erzählen zu lassen, sondern wir müssen raus in die echte Welt und dort Rückkopplungen vollziehen. Und durch diese Rückkopplungen können wir unsere Landkarte immer besser schreiben oder gestalten. Das heißt, wir kommen immer näher an ein realitätsnahes, empathisches Weltbild, was dir das reflektiert, woraus du am besten lernen kannst, sozusagen. Viele Menschen laufen mit völlig falschen Landkarten oder Weltbildern oder Brillen durch die Welt und sehen gar nicht das Wesentliche. Und dann passiert es, dass diese Menschen tatsächlich unglücklich werden, krank werden, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen schwierig werden, dass sie vielleicht einsam werden, dass sie einfach unzufrieden sind und sie wissen auch nicht, woran es liegt und sie suchen sich dann in den Medien und in den Selbsthilfebüchern und was weiß ich, suchen sie sich dann ihre Techniken, woran es liegen könnte, ihre Gründe. Aber sie sind immer noch auf diesem Pfad. Sie hinterfragen nicht ihr Weltbild, ihre Brille, ihre Landkarte, sondern sie sind immer noch auf dem Weg, ich muss von außen mir etwas sagen lassen und es soll möglichst in mein Weltbild hineinpassen. Und das ist auch ein großes Problem von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Es gibt ein schönes Beispiel. Da läuft ein Mann durch die Stadt, und durch die Fußgängerzone und klatscht die ganze Zeit. Und irgendwann kommt ein anderer Passant und fragt sie: Entschuldigen Sie, warum klatschen Sie denn die ganze Zeit? Und dann sagt der Mann: Ja, ich will die Elefanten vertreiben. Und dann guckt der andere Mann ganz komisch die Straße hoch und runter. Werter Herr, hier sind doch gar keine Elefanten. Und dann sagt der Herr Mann, der klatscht: Sehen Sie, es wirkt. Ja? Also, man kann sich alles herbeireden und schönreden und plausibel reden. Aber ich glaube, tief in uns merkt jeder, ob er sich etwas vorlügt oder ob er wahrhaftig lebt. Und das ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass diese Wahrhaftigkeit das Einzige ist, was das Individuum, aber auch das Kollektiv in eine gesunde, glückliche Zukunft führt, die auch wertschätzend der Umwelt gegenüber agiert. Ja, wir reden immer so von Umweltschutz und Waldsterben und was weiß ich, also Abholzung, ja. Also Dinge, die wirklich tatsächlich die Natur schädigen. Ich rede jetzt nicht von anderen Dingen. Ich rede jetzt wirklich von denen, wo man sichtbar sieht, okay, hier, da werden Tonnen an Plastik angespült und so weiter. Der erste Schritt ist nicht mit irgendwelchen Verboten oder Steuern oder Appellen an die Menschen heranzugehen. Der Weg geht immer über das Individuum, über die Gesundung des eigenen Charakters, der eigenen Weltbilder, der eigenen, die Empathie, die Zwischenmenschlichkeit, die Liebe. Das muss wachsen in den Leuten. Und dann kommt der Rest von alleine, weil dann nehmen die Leute, wenn sie sich selbst, wenn sie selbst einen gesunden Charakter, ein glückliches Leben führen, dann haben sie die Kraft und die Energie, dann wollen sie diese nach außen bringen, ja, und auch um sie herum Gutes bewirken. Und zwar wahrhaftig Gutes bewirken. Und das geht eben nur mit dieser Art und Weise. Und
Es gibt dahingehend auch ein sehr schönes Zitat, das ist aus einem Buch, und zwar Stephen R. Covey hat ein schönes Buch geschrieben, Die sieben Wege zur Effektivität. Das ist ein wunderbares Buch, was eigentlich so ein bisschen Richtung Business geht, aber was sehr, sehr viel tolle Lehren auch für jemanden hat, der überhaupt nichts mit Business und Unternehmen am Hut hat, sage ich mal. Und der hat seine Notizen damals, die er für das Buch geschrieben hat, beiseite gelegt, und der Sohn hat jetzt ein neues Buch herausgebracht. Und da ist ein interessantes Zitat drin. Das Zitat bedeutet nämlich: Ich bin okay und du bist okay. Ich bin okay hat eine Relation zu dem Mut. Ja? Ich bin mutig, nach meinen Weltbildern zu leben, diese aber trotzdem zu hinterfragen, aber in dem Moment, wo ich sie für richtig erachte, auch dazu zu stehen. Und du bist okay, hat mit Akzeptanz und Respekt zu tun. Und das ist ganz wichtig. Auch wenn Weltbilder unterschiedlich sind und auch wenn jeder an seinen Weltbildern und an seinen Brillen und seinen Landkarten dauernd arbeitet, es ist trotzdem wichtig, in jedem Moment und zu jeder Zeit die anderen Weltbilder, die anderen Brillen und die anderen Landkarten zu akzeptieren. Und das hat mit Respekt und Akzeptanz zu tun. Und das ist genauso wichtig wie der Mut, nach seinen eigenen Landkarten zu leben. Ja, und wenn man nach seinen eigenen Landkarten lebt und andere nicht verurteilt, also sie akzeptiert, und da ist jetzt der springende Punkt, dann ermutigt man andere, auch die eigenen Landkarten zu hinterfragen. Dann öffnet man, dann gibt man ja keinen Druck auf diese Leute, dann öffnet man quasi ein Portal, wo die anderen Menschen erstmals dich wirklich sehen können, dein Leben, weil sie nicht die Gefahr laufen oder die Angst bekommen, oh, ich werde jetzt gleich verurteilt von der Person. Sie öffnen sich deinen Weltbildern und fragen sich, okay, wie macht er das denn? Gibt es vielleicht da aus der Landkarte von dem und dem vielleicht ein paar Sachen, die ich noch in meine einfügen kann? Oder, wow, der war vor 2 Jahren so und jetzt ist er ganz anders und er hat viel geändert und er ist auch gar nicht böse auf mich, er will gar nicht, dass ich mich verändere, aber jetzt interessiert es mich, wie hat denn der das gemacht? Muss ich vielleicht auch nicht so ein bisschen mein eigenes Weltbild mal hinterfragen und meine Landkarte umschreiben? Weil der scheint jetzt viel glücklicher zu sein. Ja, wie macht der das? Und dadurch ermutigt man die anderen auch, also man geht mit einem positiven Beispiel voran. Und zwar nicht um des positiven Beispiels willen, sondern erstmal für sich selbst. Ja, und das ist nicht egoistisch. Sondern man muss erst selbst glücklich sein, Vertrauen in sich selbst haben, bevor man anderen vertrauen kann, bevor man anderen Glück auch schenken kann oder ein positives Beispiel sein kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, mit dem möchte ich es jetzt hier belassen, und ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.